Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind Folge Nummer 2 von Simotrans mit dem Pack 192 Comic. Und ja, der Michael hat mir geschrieben, dass hier ich mir keine Angst machen muss, dass da keine Industrie spawnen, die werden irgendwann kommen. Und ja, dann wollen wir mal weiter gucken, dass wir noch so ein paar Pferdekutsche auf den Weg bringen, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das an. Bis gleich. So, da fährt sie gleich links aus dem Fenster. Nicht WASD nehmen, sondern Pfeiltasten. Ne? Schauen wir mal an, das war hier. Eislingen haben wir schon da drin. Ich sage mal Esslingen, ne? Es ist aber Eislingen. Und dann haben wir hier Netfen. Kenne ich auch nicht. Sagt mir nichts der Name. Wer weiß, wo es ist, der sagt es mir doch mal bitte. Ich müsste es jetzt dann bei Google Maps nachgucken oder sowas. Und weil es so schön ist, werden wir jetzt Netfen mit Eislingen verbinden, oder? So, wir brauchen ein neues Fahrzeug. Ah, das ist aber doof, dass es jetzt so klein anfängt hier. LKW mit Doppelgespann. Oder zwei Spänner. Dann Bus. Dann diese Kutsche. Dann Fahrplan. Geht von hier los. Ach so, ja, schade, ne? Dann müssen wir natürlich erstmal hier Straßenverkehr eine Bushaltestelle einrichten, die natürlich Bushaltestelle mit Briefkasten ist, und zwar diese. So, dann gehen wir hierhin zurück und wir beenden da mal. So, jetzt nehmen wir das. Fahrplan ist hier, ne? Ja. Kriegen wir den Fahrplan jetzt hin? Ja, genau. Jetzt haben wir es hingekriegt. Und Mindestbeladung machen wir da jetzt nicht. Ich will mal hoffen, das funktioniert auch so. Bedient eigener Fahrplan. Ja, das ist jetzt... Ach, das hat der Michael mir auch noch geschrieben, ne? Mettmann und Eislingen. Sollte ich dann doch mal gucken, dass ich diese Linien gleich mal ändere, dass das alphabetisch sortiert wird, ne? Dass ich erst nach Eislingen suche und dann nach Mettmann, wo es hingeht, ne? Allerdings, ja, müssen wir mal schauen. Wir haben diesen Fahrplan jetzt. Linie ändern. Nee, warte auf Mindestbeladung. Irgendwie schaffe ich das hier mit dem Dingens nicht, ne? Fahrplan zur Linie. Aha. Das heißt, wir haben jetzt den Regionalbus Eislingen Nepfen. Wird das so geschrieben? Netfen. Ne, wird nicht so geschrieben. Netfen. So, haben wir. Schuss. Kommt hier oben hin. Passt. Linie ist fertig. Linie ist ausgewählt. Fahrzeug kann hier starten, oder? Wir machen aber noch eine Kopie davon und starten dann. Fährt er da raus? Ja, doch, da kommt er. Lassen wir mal gerade ein bisschen vorspulen. Und starten jetzt den zweiten. So, dann haben wir die nächste Linie geschaffen. Und nach Weiterstadt geht es hier. Und von Weiterstadt kann man aber auch hier wieder zurückfahren. Nach Eislingen zum Beispiel. Ne? Ja. Mettmann. Achso, wir wollten noch die Linie ändern, die da Eislingen heißt. Mettmann. Steuerung X. Leerzeichen. Minus Leerzeichen. Steuerung V. Passt. Schuss. So, jetzt haben wir die Linie geändert. Und hier müssen wir das auch machen, ne? Oder? Kann ich das? Ne, kann ich nicht. Leerzeichen minus Steuerung V, Mettmann.
So, die Linie passt. Jetzt haben wir es richtig geschrieben. Aislingen, Jena, Mettmann. Gut, dann haben wir das erstmal soweit geschafft. Wir fahren jetzt von Mettmann nach Jena schon hin. Jetzt fahren wir von Mettmann nach Weiterstadt. Oder wie hieß es? Ja, Weiterstadt. Da müssen wir in Weiterstadt natürlich noch eine Linie bauen, ne? Eine Haltestelle bauen. Vielleicht sollte ich erstmal alle Haltestellen bauen, oder? Nee, machen wir nicht. Aber wir können ja schon mal. Jena haben wir. Geht die Reise hier noch hin nach Zittau? Ist Zittau die letzte Stadt nach Jena? Ja, dann machen wir das da auch mal hin. Zittau haben wir auch. So, das bedeutet, das kann zu. Wir gehen hier rein. Wir machen wieder einen Zweispänner mit einer Kutsche. Und der Fahrplan machen wir jetzt hier von Jena nach Zittau. Gut. Mindestbeladung machen wir nicht. Jetzt ist jetzt hier die Frage. Ah ja. Das ist diese Linie, die da heißt Regionalbus Jena minus Zittau. Da fehlt noch ein Leerzeichen, damit es schick aussieht. Passt. Entern wir das Ganze. Starten. Starten. Und machen wir da nur eine drauf. Starten. So, die Postkutsche fährt auch. Jetzt machen wir Mettmann Weiterstadt. Mettmann war hier. Das bedeutet, ne, da wollte ich jetzt gerade nicht drauf. Ich wollte den nächsten haben. LKW, zwei Hottemaxe. Pferdchen, Fahrplan, ne, nicht Jena, sondern Mettmann, Weiterstadt. Ist da. So, dann kommt das hier hin, Fahrplan zur Linie. Regionalbus mit Mann weiter Stadt. Schuss und fertig, fertig, Start. Läuft erstmal. Das brauchen wir noch nicht schließen. Wir können jetzt erstmal nach der nächsten Stadt suchen, die hier unten ist, und das ist Öhr. Öhr. Ja, kriegt jetzt noch hier eine Haltestelle. Können wir schließen? Können wir einen LKW nehmen? Können wir hier nehmen? Können wir Postkutsche dran hängen? Beziehungsweise nicht Postkutsche, sondern wie heißt das Ding denn überhaupt? Und einfach nur Kutsche. Und hier ist das Postkutsche. Okay. Und das war jetzt weiter statt Öhr. Das bedeutet, wir machen den Fahrplan von hier nach da. Gut, das passt. Da gibt es hier einen Fahrplan 9. Das Ding heißt dann hier Regionalbus. Ja, Weiterstadt war das. Naja. Gut, Schuss. Schließen. Schließen, starten. Den lassen wir noch auf. Wie geht es denn mit Weiterstadt noch hier weiter? Nach Neften. Ach so, das haben wir glaube ich noch nicht, ne? Neften Weiterstadt. Obwohl, bin ich mir jetzt nicht sicher, habe ich die doch schon? Ne, habe ich nicht. Neften Weiterstadt habe ich noch nicht. Das bedeutet, wir holen uns wieder Pferde. Machen dann die Kutsche da dran, machen dann den Fahrplan auf und Neften
Weiter Stadt. Dann haben wir schon einen Kreisverkehr sozusagen. Die Städte sind dann rundum verbunden, ne? Das bedeutet, hier kommt die Linie 7 mit einem neuen Namen. Netfen. Weiter Stadt. Gut. Schuss. Schließen. Schließen. Starten. So, jetzt haben wir Öhr mit Weiterstadt, mit Netfen, mit Eislingen, mit Mettmann, mit Jena und hier unten mit Zittau. Und was geht da oben noch? Da oben ist Roßlau. Aber da geht es nochmal weiter nach. Oh, da geht es aber weit, weit, weit weg. Oh, die Tour nach Lübecke ist aber richtig weit. Okay. Gehen wir mal erst zur anderen Richtung. Hinter Nöpfen. Nee. Doch, Nöpfen geht es noch nach Hamburg. Okay, da ist ja tatsächlich dann schon Ende. Dann würde ich sagen, ist das auch okay. Dann haben wir da ja schon fast alles geschafft. Wir müssen aber noch in Hamburg einen Halt einrichten. Einen Halt in Hamburg. Und dann Fahrplan. Ja, können wir hier anlegen und Hamburg Netfen. Das ist schon richtig. Dann brauchen wir die Linie dafür noch. Hamburg Netfen. Passt, passt. Schuss. Weiter. Weiter. Starten. So, kurz rausgescrollt nochmal. Oder vielleicht nehmen wir gerade die Übersichtskarte. Das heißt, wir sind hier, hier, haben hier diesen Kreis fertig, haben höher angeschlossen. Ja. Wo sind wir denn jetzt hier? Zittau war doch. Ah ne, Zittau ist hier oben. Das heißt, hier geht es noch weiter. Okay. Welche Stadt war denn hier die letztere? Weiterstadt. Von Weiterstadt geht es dann runter nach. Oh Mann, ist das weit. Nach Naumburg. Okay, dann machen wir da den Halt hin. Wenn wir schon in Naumburg sind, da gibt es ja nur noch Bad Zwischenahn. Dann bauen wir den auch gerade hin. So, dann haben wir einen Fahrplan zu machen. Ah, ne, erstmal die Pferdchen und die Kutsche und dann den Fahrplan. Und da machen wir jetzt mal Bad Zwischenahn und dann machen wir hier Naumburg. Kriegt natürlich auch einen Fahrplan. Bad Zwischenahn. Zwischenahn, habe ich das richtig geschrieben? Ne, da war schon ein Tippfehler. Naumburg. Da gibt es ja auch mehrere in Deutschland. Irgendwie an der Saale und einmal an der Weser. Von den beiden weiß ich nur, vielleicht gibt es noch mehr. Schuss, Ende. Ende und starten. So, jetzt ist mir gerade was eingefallen. Ich probiere mal das. Und tatsächlich können wir. Werden die dann auch schneller? Nee, die werden nicht schneller. Schade, ich dachte, 2x2 sind 4 Pferde und dann könnte man hier mit der Höchstgeschwindigkeit was arbeiten, aber Leistung 2 kW. Ah, ein Pferd hat doch keine kW, das sind doch PS.
Okay. Ich dachte, das wäre jetzt hier angebracht, aber kann man wohl da nichts mit bewirken, ne? Gut, dann machen wir das mal so und machen den Fahrplan von Naumburg nach Weiterstadt war das, ne, oder? Naumburg-Weiterstadt, Fahrplan. Achso, davor kam noch ein RB, ne? Weiter Stadt. Schuss. Fertig. Und hier sind wir sowieso fertig. Dann kopieren wir das bei der langen Linie und machen einen Start. Spulen jetzt tatsächlich mal eine Runde vor. Warten eine gewisse Weile und in der Zeit kann ich auch mal gerade schon die Abmoderation machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf allen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.